Was wir jetzt zeigen ist, verfolge das Ass. Das Pik Ass ist jetzt ganz wichtig. Die beiden roten Asse sind nicht so wichtig. Einfach nur das Pik Ass im Auge behalten und mir einfach sagen, wo das Pik Ass ist. Wir machen das ganz fair, ganz langsam. Zum Eingewöhnen einfach mal sagen, wo ist das Pik Ass? Aufgepasst, es geht los. Wo ist das Pik Ass? Hier. Nein, da ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Es wäre dann da gewesen. Gut, wir machen das Ganze nochmal. War vielleicht ein bisschen schnell. Wir machen das ein bisschen langsamer. Die roten Asse sind egal. Hier ist das schwarze Ass. Wo ist das schwarze Ass? Wo ist das schwarze Ass? Ja, ich habe ganz schön viel Sonne im Hacken. Okay, also noch einmal zum Abschluss. Wo ist das Pik Ass? Schnell, schnell. Hier, nö. Da, nö. Hier, jo. Vielleicht ist es doch sehr, sehr kompliziert, das Pik Ass zu finden. Deshalb machen wir das mit Hilfe eines ganz einfachen Hilfetipps. Was ist das für ein Wort? Ja, es ist ein Hilfetipp. Wir nehmen das Pik Ass. Das Pik Ass legen wir hier hin. Und jetzt die Frage. Jo, wo ist das Pik Ass? Hier? Nee, da wäre es nicht gewesen. Es ist dann hier. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig wahrscheinlich, das Pik Ass zu lokalisieren. Obwohl, es ist doch nicht so schwierig. Denn wir haben eigentlich 1, 2, wir haben 3 Pik Asse. Aber das ist ein anderes Spiel.